So, da sind wir wieder. Bei einer neuen Folge von Metal Gear Solid Rising Revenge. Und ich habe mir diesmal am nächsten Tag, ich habe ausgeschlafen und habe es dann nochmal versucht. Und ich habe mir vorher angelesen, wie man das Ganze spielt. Ja. Denn ich habe mir gedacht, es kann nicht so sein. Du musst das Ganze mal machen und guck mal, wie es funktioniert. Und ich habe es mir angelesen. Und zwar gibt es so ein paar Sachen, wo man halt, wo ich gefailt habe oder wo ich noch nicht mal wusste, dass man das so machen kann. Und deshalb spiele ich das Ganze jetzt hier nochmal. Und habe 4 Minuten, wo ich rumquatsche, weil ich sozusagen das Ganze so gemacht habe. Und zwar mit Aufnehmen, aber ohne Audacity, ohne Mikrofon. Da habe ich mir gedacht, ja, mach es lieber so. Weil wer weiß, wie viele Versuche du noch brauchst. Letztes Mal waren es ja, glaube ich, 10. Und deshalb mache ich jetzt halt das Ganze. Habe das Ganze ohne Mikrofon gemacht. Da habe ich gemerkt, oh, das geht ja sehr einfach. Da habe ich mir gedacht, ja, das schaffst du in diesem Durchgang. Und zwar genau hier ist mir aufgefallen, dass man in den Klingenmodus gehen muss. Und zwar hier, zack, und man hat alle mögliche Zeit, man muss sie halt einfach durchschneiden. Und ich bin ja einfach drüber gesprungen. Na, ich treffe schon. Zack. Den habe ich jetzt auch am Kopf getroffen. Was sehr gut ist, denn wenn man den am Kopf trifft, bekommt man Lebenspakete, ja? Mal kommt man diese Nano-Reparaturpasten. Und verdammt nochmal, die habe ich gebraucht. Ich dachte, man müsste das komplett ohne die Pasten machen. Nur mit halt einem, sozusagen, mit so einem Kit. Aber es stimmt nicht. Man kann die verwenden und dann kann man weitermachen. Ich habe jetzt 4x130%, was schon um einiges besser ist als mein 130%, mit der ich am Anfang geglaubt habe, diesen Typen dazu besiegen zu können. Ich finde das immer so ekelhaft, wie das so knackt, als wenn er wirklich Knochen oder sowas in den Arsch gehen würden. So, hier habe ich herausgefunden, ja. Man muss auf den Rücken gehen, in den Klingenmodus wechseln und dann ihn hier seinen Teil da zerschnitzeln, damit er sich halt nicht mehr auf regenerieren kann. Das sollte man so schnell wie möglich machen, damit man so wenig wie möglich Leben sozusagen, oder damit er so wenig wie möglich Leben regenerieren kann. So, komm. Ja, Mist. Niest. Ja, und jetzt versuche ich halt so wenig wie möglich abzubekommen, aber das geht halt nicht so ganz. Ich finde es ja auch schon witzig, dass der 200% hat im Leben. Oh, na, das war knapp. Ja, und hier muss leider auch die Steuerung, also die... Na? Die, Dings, die Kamerasteuerung etwas bemängeln, denn die ist für so kleine Areale nicht gut geeignet. So. Und ab jetzt gleich, ich sehe es ja bei mir in der Aufnahme, werdet ihr wieder mit meinen üblichen Kommentaren vertraut gemacht, weil ich jetzt ihn unter 100% gemacht habe und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt kannst du das Ganze auch aufnehmen. Oder?
Ja, weil du jetzt, genau, jetzt mache ich mir Reparaturpaste rein und jetzt werde ich das Ganze aus der anderen Perspektive. Oh shit. Gut, jetzt geht's. Ah ja. Oh yeah. Na, bekomme ich jetzt wieder Leben? Ja. Ernsthaft? Treffer. Jetzt muss ich nach hinten. Ja, natürlich. B. Zack. So. Und. Wow. Aua. Alles zerstören! Was? Der hat mich Freak genannt? Aua! Oh! Shit! Das ist gar nicht gut. Oder auch doch. Ah, verdammt nochmal. Was macht Spaß? Aber nicht gut. Naja. Bleib schön hier. So langsam wird es schwer, den zu bekommen. Das war zu viel. Wow. Geil. Na. Ah, jetzt muss ich nur noch den Finisher diesmal richtig hinbekommen. Ja, den Finisher. Mein größtes Problem. Oh shit.
Was muss man da machen? So. Zack. Das nehmen. Die Hand zerschlagen. Die Hand zerschlagen. Ja. Oh. Das erste Mal, dass er durch den Körper ging. Ich würde sagen, entweder das war's oder zieht gleich das Schwert wieder raus. Okay. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Boah. Das ist die große Frage. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Kampffang B. Datei 7. Haben wir noch Dateien? Eine Hochfrequenz-Mohana-Klinge.